Sonderbonbon für diesen Abend, die einzigartigen Schönheiten von Footwork Deluxe. Und mit diesem Applaus, meine Damen und Herren, mit diesen Eindrücken wollen wir in den vierten Kampf des heutigen Abends aufstarten. Ein spannender Kampf, meine Damen und Herren, im Halbschwergewicht bis 85 Kilogramm. Ladies and gentlemen, it's time for the fourth bout tonight in the World Series of Boxing in the light heavyweight division up to 85 kilograms. Ich darf Ihnen ganz herzlich in der blauen Ecke den Athleten aus unserem Gastteam vorstellen, den Athleten der Astana, Alans, Kasachstan. Hi, mein Name ist Sepp, ich komme aus Kroatien, Boxing für Astana Alans und ich bin hier, um zu gewinnen. Ladies and gentlemen, making his way to the ring, into the middle corner, the warrior, Sepp! Ladies and gentlemen, hier Applaus für die blaue Ecke, für Revoye Sepp! Und damit wird es Zeit für den Herausforderer aus dem Gastgeberteam. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Athlet für die German Eagles. Mein Name ist Serge Michel, ich boxe für die German Eagles und ich kämpfe bis zum Schluss und weiter. Ladies and gentlemen, making his way to the ring, into the red corner, the German Eagle, Serge Michel! Stehe ich kurz vorm Ziel. Die Punktrichter dieser vierten Ansetzung am heutigen Abend, ladies and gentlemen, the judges of this fourth bout tonight in the World Series of Boxing. Andrew Caulfield, Yazachina and Alan Roos. Referee dieses Kampfes, meine Damen und Herren, Mick Vasey aus England. Der vierte Kampf am heutigen Abend im Halbschwergewicht ist 85 Kilogramm, meine Damen und Herren. Der Kampf, der hier bereits entscheidend sein kann oder möglicherweise den Ausgleich bringt und damit Spannung pur für diese fünfte Kampfwoche in der World Series of Boxing. Für beide Teams geht es nach wie vor um 3 Punkte für das Standing in der Gruppe B. Für eines der beiden Teams um 1 Punkt, den beide Teams natürlich gebrauchen können für das komplette Ranking in der Gruppe B der World Series of Boxing. Und während sich beide Athleten auf diesen vierten Kampf vorbereiten, meine Damen und Herren, bereiten auch Sie sich vor und zeigen Sie unseren Boxern im Ring, dass Sie soweit sind. Mit Ihrem Applaus für Royce Sepp und Serge Michel. Also gleich die vierte Begegnung, Halbschwergewicht, das ist die Klasse bis 85 Kilogramm.
guter Mann für Deutschland. Der hat mir bislang hier bei der World Series of Boxing ausgesprochen gut gefallen. Serge Michel kommt aus Traunreuth. Das ist im Chiemgau, also richtig weit weg von hier. Aber trotzdem hat er eine richtige Fankurve dabei. Da sind ungefähr 20 Leute, die sitzen genau hinter mir. Die haben die weite Reise nicht gescheut von Chiemgau. Ich schätze mal, das sind bestimmt so 700 Kilometer, die sie zurückgelegt haben, um hier ihren Boxer anzufeuern. Und das ist vom TuS Traunreuth Serge Michel. Der hat bislang gut gekämpft in der World Series of Boxing. 2 Siege gegen Ben Schabla aus Algerien, der für Italien boxt. Und zuletzt gegen die USA beim 5:0-Sieg hat er den starken Schweden Kennedy Katende bezwungen. Das war nicht unbedingt zu erwarten. Da hat er eine wirklich boxerisch einwandfreie Leistung gezeigt. Und heute hat er es zu tun mit einem ganz routinierten Mann, mit dem Kroaten Rovije Sepp, der ringerfahrener ist als Serge Michel. Hier schon seinen 15. Kampf in der World Series of Boxing bestreitet, also schon einen Vorteil hat, was diese Kampferfahrung angeht, ohne Helm zu boxen, nach Profi-Bedingungen. Und das ist für Serge Michel dagegen erst der dritte Kampf dieser Art. Hat Größenvorteile und die muss er auch ausspielen. Ist 6 cm größer mit 1,81 als sein etwas untersetzter Gegner, der Kroate, der für Kasachstan kämpft, Rjove Sepp. Ja, das macht er gut, dieser Serge Michel, der in der Rückwärtsbewegung boxt. Seinen Gegner versucht, ein bisschen auf Distanz zu halten. Schön mit der Rechten hier einen guten Haken landet. Ganz wichtiger Kampf für das deutsche Team jetzt. Wenn man schon mal den zweiten Sieg einfahren würde, dann hieße das, dass es auf jeden Fall einen Punkt in der Tabelle gibt. Bei einer 2:3 Niederlage oder bei einer 1:2 Niederlage gibt es ja auf jeden Fall für den Unterlegenen auch einen Punkt bei jedem anderen Ergebnis. Gibt es 0 Punkte, wenn man verliert. Und schön hier aus der Rückwärtsbewegung noch schnell die linke rausgezogen. Das zeigt diese gute boxerische Qualität eines Serge Michel, der bei den deutschen Meisterschaften nicht dabei war, gefehlt hat. Und in dieser Klasse gibt es ja aus deutscher Sicht ein kleines Problem. Denn Kevin Künzel, der deutsche Meister, hat sich verletzt, fällt länger aus. Und so weiß man gar nicht, wen man in der nächsten Woche einsetzen soll in dieser Halbschwergewichtsklasse. Denn man darf nicht zweimal hintereinander boxen, da muss mindestens eine Pause sein von 14 Tagen. Und der nächste Kampf ist schon in 6 Tagen. Und Serge Michel macht das hier ausgezeichnet, gefällt mir gut. Wie er diesen Kampf hier gestaltet, gegen den bulligen, untersetzten, schwer zu kämpfenden Rovije Sepp. Und da sind wir gleich mal gespannt auf das Scoring. Valentin Sidlagi macht einen relativ entspannten Eindruck, scheint zufrieden mit diesen ersten 3 Minuten, das kann er auch. Und wir gucken uns hier nochmal ein paar Studien aus diesen ersten 3 Minuten an. Schön, diese Kombination. Da versucht Sepp dann, das auszupendeln. Und hier sehen wir dann auch die Qualitäten des Kroaten. Wenn er in der Halbdistanz steht und am Mann arbeiten kann, dann schlägt er viel und hart. Und wir sehen, es ist kein klares Ergebnis. Ein Punktrichter hat sich für Serge Michel entschieden. 2 aber für den Kroaten. Also, das ist ein ganz enges, knappes Duell. Und es geht jetzt in Runde 2. Ja, das ist die richtige Art von Michel zu boxen.
immer versuchen, die Führhand aggressiv zu bringen, um Sepp auf Distanz zu halten. Schön mit der rechten, als Sepp rausgeht, bekommt er diesen Haken des Deutschen mit. Richtige Taktik. Also darf er nicht so lange stehen bleiben, auch wenn er versucht, die Schläge auszupendeln. Da sieht er ein bisschen passiv aus, da sollte er lieber weggehen vom Mann. Aber eins wird jetzt schon klar, dieser Sepp ist schwierig zu boxen. Der fordert einem Gegner natürlich konditionell alles ab, weil er immer nach vorne geht, immer wieder anstürmt. Und Serge Michel ist dann natürlich gezwungen, immer wieder die Führhand aggressiv herauszubringen. Und das macht er auch. Aber das kostet natürlich auch Kraft. Stop holding. Der Versuch des Aufwärtshakens, das ist das, was die Ecke gefordert hat. Michel Thiem, Valentin Szilágyi, die haben eben gerufen, den Aufwärtshaken bringen. Und das ist natürlich auch die Ringintelligenz des Boxers, der versucht, das dann auch prompt umzusetzen. Das spricht für den Deutschen, das spricht für Serge Michel. Stop holding. Sieht so aus, als hätte er ein bisschen Blut aus der Nase laufen. Ein unbequemer Mann, dieser Kroate. Schiebt sich immer in den Mann hinein und versucht dann, wenn der in der richtigen Distanz ist, im Infight oder in der Halbdistanz zu schlagen. Und dann muss man halt versuchen, den Gegner etwas lang zu boxen. Der Ringrichter fordert jetzt den Deutschen auf, Serge Michel den Kopf nach oben zu nehmen, nicht so sehr abzutauchen. Und Sepp hat sich jetzt ein kleines Übergewicht hier in dieser zweiten Runde erboxt. Und jetzt sehen wir hier die Fankurve aus TuS Traunreuth. Das sind die Jungs, die so weit angereist sind, und die sind natürlich mit dem Kampfverlauf nicht so ganz zufrieden, haben gesehen, dass hier in der zweiten Runde doch Sepp ein bisschen Übergewicht gewonnen hat. Und wir gucken uns mal das Scoring an. Und da haben wir es. Diese zweite Runde geht bei allen drei Punktrichtern in Richtung Kasachstan für Rovir Sepp. Und das ist auch in Ordnung so. Hat ganz gut angefangen in dieser zweiten Runde. Aber ich hatte das Gefühl, Sepp wurde dann physisch mit zunehmender Kampfdauer doch zu stark und zu unangenehm für den Deutschen, der es nicht geschafft hat, mit seinem Jab Sepp weiter auf Distanz zu halten. Mal sehen, was die dritte Runde bringt. Stop! Time. Box. Ja, und auch dieser Auftakt der dritten Runde lässt erahnen, dass es schwer wird für Serge Michel, diesen Kampf hier zu gewinnen. Ah, das macht er aber gut jetzt. Jetzt bringt er zweimal den Jab, zweimal die Führhand. Trifft auch gut. Und das muss die Devise sein. Aber es kostet natürlich unglaublich viel Kraft, sich diesen anstürmenden Kroaten immer wieder auf Distanz zu halten. Darf hier nicht so stehen bleiben, sollte sich lieber bewegen, muss weg von den Seilen. So kann der Kämpfer für Kasachstan natürlich punkten. Break! Step back.
Immer wieder Sepp in der Vorwärtsbewegung. Und Michael muss sich viel bewegen, um die Distanz zu halten. Das gelingt natürlich nicht immer. Ein unbequemer Gegner, dieser Kroate für Kasachstan. Guter Aufwärtshaken von Sepp. Und das ist ein Kampf, der ans Eingemachte geht. Aber gut, wie Michael da immer wieder versucht mitzufighten und den Gegner auch unter Druck zu setzen. Aber Sepp ist wirklich wie eine Klette, immer im Vorwärtsgang. Und immer darauf bedacht, den Deutschen unter Druck zu setzen. Ah, gut beim Rausgehen, die linke von Michael. Also, von der reinen Boxtechnik gefällt mir Serge Michael besser. Der hat irgendwie, finde ich, eigentlich den schöneren Stil. Aber diese Klette, diesen Stil durchzusetzen, das ist es, was dann den Top-Boxer ausmacht. Und so weit ist der Deutsche vielleicht noch nicht. Aber er ist auf dem Weg dahin, diese Leute in Zukunft vielleicht ein bisschen besser kontrollieren zu können. Ich denke, auch diese dritte Runde war umkämpft. Da hatte Serge Michel gute Szenen. Aber ich denke, auch diese wird an den Kroaten gegangen sein. Ganz zufriedene Gesichter in der Ecke von Kasachstan. Und wir sehen es, alle drei Punktrichter haben sich für Revoje Sepp entschieden, der nur schwer nach Punkten noch abzufangen ist. Ah, das war eine gute Kombination von Serge Michel, den wir gerade hier gesehen haben. So muss er boxen, so muss er kämpfen. Das ist natürlich einfach gesagt, leicht erklärt. Aber die Umsetzung, die ist hammermäßig schwierig. Und der Kroate fordert den Deutschen konditionell bis an seine Grenzen, da bin ich mir sicher. Let him go, Kasachstan, let him go. Let him go. Break! Step back, step back, step back. Hey, stop holding. Punches up, Kasachstan. Also, er weiß natürlich jetzt nach diesen drei Runden, dass er den Kampf nach Punkten hier nur schwer noch verlieren kann. Da müsste Serge Michel ihn schon auf die Bretter schicken. Um hier eine Runde vielleicht mit zwei Punkten Vorsprung zu gewinnen. Aber davon ist er doch weit entfernt gegen diesen abgezockten, cleveren Kämpfer aus Kroatien. Ja, die Führhand, die muss Michel bringen, aggressiv bringen. Stop holding, Kazakhstan, let him go. Stop holding, Germany. Get your head up, Germany. Immer wieder der Hinweis des unparteiischen Mick Basi aus England an Serge Michel, den Kopf nach oben zu nehmen, nicht so tief abzutauchen. Let him go. Germany, let him go. Let him go. Ja, wenn so ein Kampf natürlich ans Eingemachte geht, wenn alles aus dem Körper herausgeholt werden muss, dann wird dieser Kampf natürlich auch schon mal gelegentlich etwas eher ein bisschen unsauberer, weil man halt auch mal sich irgendwie eine Pause holen muss, indem man klammert, indem man den Kopf vielleicht ein bisschen zu tief nimmt. Das ist durchaus verständlich. Und eins wird klar, Revoje selbst sicherlich nicht der Wunschgegner
für Serge Michel. Aber er kommt immer wieder, hat gute Szenen, kann sich gelegentlich aus diesem Angriffsdruck von Sepp befreien und selbst zu Treffern kommen. Aber in der Summe wird auch diese Runde sicherlich an den Kroaten gehen, der in den Diensten von Kasachstan steht. Stopp! Also die erste Runde, die konnte Serge Michel ja noch relativ offen gestalten. Da gab es auch einen Punktkriterium, der sich für ihn entschieden hat. Seitdem, denke ich mal, hat sich das Blatt geklärt. Und wir sehen es auch hier. Alle drei Punktrichter haben sich wieder für Robier Sepp entschieden. Das war auch nicht anders zu erwarten nach dem Rundenverlauf. Ein paar gute Szenen hat Serge Michel auch. Einer, der nicht aufsteckt und der das, was er angekündigt hat, auch im Ring zeigt, dass er hier wirklich bis zuletzt kämpft. Auch wenn der Gegner übermächtig ist, wie mittlerweile Rovie Sepp.2011, Gewinner der Bronzemedaille bei den Europameisterschaften für Kroatien. Mehrfacher kroatischer Meister natürlich und international ein erfahrener, erprobter Fighter. Und der deshalb eben auch von den Kasachen geholt worden ist. Und die Mannschaft der Astana. Der Astana Alans steht ja nicht so unrecht auf Platz 1 der Tabelle in der Gruppe B. Die letzte Runde, es geht für Serge Michel darum, hier gut aus diesem Kampf herauszukommen. Diese nächsten letzten zwei Minuten noch mal unter dem Gesichtspunkt Erfahrung sammeln, abhaken. Ah, schöne Kombination jetzt. Also boxen kann er, der Deutsche, das ist klar. Und seine Jungs feuern ihn an. Wollen noch mal ein paar gute Treffer sehen. Die Fanriege vom TuS Traunreuth aus dem Chiemgau. Also mangelnden Kampfgeist kann man Serge Michel nicht vorwerfen. Hat hier einen Gegner gekämpft, der nicht gerade zu seinen Lieblingsfightern gehören wird. Alles andere als zugeschnitten für den Deutschen, muss man sagen. Aber kämpferisch hat Serge Michel hier trotzdem eine gute Leistung gezeichnet, das zeigt er jetzt auch in der Schlussphase dieser fünften Runde. Kommt selbst nochmal zu schönen Treffern, auch wenn er hier nochmal in der Defensive ist, aber befreit sich immer wieder. Und gefällt mir, wenn er dann seinen Gegner lang boxen kann, gefällt er mir gut und zeigt eine gute, eine saubere Schlagtechnik. Und das ist sicherlich was, worauf die deutschen Trainer bei ihm aufbauen können. Ah, da war wieder so eine schöne Links-Rechts-Kombination. Und jetzt greift er nochmal an hier in diesen Schlusssekunden und macht das mal, was er angekündigt hat. Ich kämpfe bis zuletzt. Break, break, stop. Am Ende ein klarer Sieg für Rovie Sepp, für Astana Alans. Der Kroate schlägt Serge Michel und holt einen weiteren Punkt für Kasachstan.
bringt Astana Alans mit 3:1 in Führung. Und das heißt, dieser Mannschaftskampf ist auf jeden Fall verloren für Deutschland. Aber noch kann ein Punkt geholt werden. Also ein Punkt kann geholt werden, wenn Erik Frechlin im letzten Kampf hier noch einen Punkt macht. Wenn er verkürzt auf 2:3, dann gibt es ja auch für den Verlierer noch einen Punkt in der Tabelle. Ladies and gentlemen, we're waiting for the official scoring of our judges in this fourth bout tonight in the World Series of Boxing. Wir warten auf das offizielle Kampfergebnis in diesem Viertkampf der World Series of Boxing. Und damit bitten wir beide Athleten in die Ringmitte zur Verkündung des offiziellen Punktrichterurteils. Ladies and gentlemen, the official scoring. Judge 1 scores the bout 45-50. Judge 2 scores the bout 46-49. Judge 3 scores the bout 45-50. Winner by unanimous decision, the blue corner, Revoje Sepp. Also klare Sache für Revoje Sepp. Zwei Punktrichter haben sich dafür entschieden, ihm alle fünf Runden zu geben. Und einer hat sich in der ersten Runde für den Deutschen, für Serge Michel entschieden. Aber dann war die Sache klar. Und ich glaube, da ist nichts dran zu rütteln am Sieg von Roje Sepp. Aber auch Serge Michel kann hier mit erhobenem Kopf aus dem Ring gehen. Momentan mit einem 3:1 für Kasachstan, das heißt ein gewonnener